So, und damit sitzen wir wieder im Auto. Ich habe euch mal von dem Morgen nicht so viel gezeigt, weil es war jetzt nichts los. Aufgestanden um 10. Da war ich auch der Letzte, der um die Uhrzeit aufgestanden ist. Dann haben wir jetzt gerade Mittag gegessen, einen dicken Hasen mit Rotkohl und so. Und jetzt bin ich auch ganz schön satt. Und ich hätte eigentlich gut und gerne mal Mittagsschlaf machen können, aber wir sind auf dem Weg nach Güstrow zu meiner Schwester und zu meinem Neffen. Denn der junge Mann hat am Dienstag Geburtstag und ich habe zu ihm gesagt, ich kann da nicht und bin nicht da. Deswegen fahren wir vorher zu Toys R Us. Du kannst dir was aussuchen und dann kriegst du das eben zum Geburtstag. Macht auf jeden Fall am meisten Sinn. So, wir sind angekommen. Außerdem habe ich gestern mit Final Cut geschnitten, das erste Mal, also Final Cut Pro für Mac. Ist okay, ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen, weil es einfach keinen Unterschied macht. Es gibt Für- und Wider-Sachen, aber... Hi. Wie geht's dir heute? Gut. Sind wir alle ready to go? Muss ich jetzt nochmal hier hochholen? Fahren wir jetzt mit zwei Autos? Heißt das nicht ready to rumble? Nee, das machen wir erst da. Ist hier zwischendurch nochmal eine Tankstelle? Nee. Steig ein, Oskar. Let's fett. Anschnallen. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Später beim Video kannst du dann nachher gucken. Ich unterhalte mich jetzt und dann würdest du was sagen. Und ich kann hinterher immer die Kamera so drehen, weißt du? Wo sie hingehört hat. Oder wer was gesagt hat zum Beispiel. Okay. Was gibt's sonst so Neues? Nix. Wie läuft's in der Schule? Gut. Bist du das schlauste Kind in der Klasse? Ja. Sehr gut. Das wollte ich hören. Wir sind da. Bist du bereit? Ja. Für die absolute Toys R Us, jetzt heißt es ja Smiths, die absolute Smiths Challenge? Ja. Okay. Ja, du Kleiner. Dann können wir loslegen. Steht da nicht, steht auf Lego? Oder? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Dann können wir weitergehen. Ja, genau. Sehr gut. Licht. Nein. Passt die. Du hast einen Handschuh zu, ne? Wo dann das Dings rauskommt. Ja, sowas nicht. Ich auch. Echt? Ja. Oskar seine Abteilung, oder nicht? Du, hier, das ist doch, da musst du doch rein, oder? Nein. Wie nein? Nein, warum nicht? Jetzt sind wir wieder bei Lego. Great, der ist aber auch geil. Los. Bist du jetzt fertig oder brauchst du noch was? Ich brauch noch was. Was brauchst du noch? Weiß ich nicht so genau. Ich muss erst mal gucken, ne? Also am Anfang hat er sich nicht getraut, eine Sache zu nehmen. Jetzt liegen 6.000 Euro im Korb. Jetzt sagt er, er braucht noch was. 6.000 Euro liegen noch nicht im Korb. Na, kannst du nicht rechnen, oder das was? Sind so 20. Gut möglich, dass ich gerade einen Fehler begangen habe. Ja, ich glaube auch. Jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer. Warum hast du mich nicht abgehalten? Du hast dem Hetz ein Kind verbieten müssen, um die Ecke zu gucken. Da bin ich machtlos. Ich habe keine Kontrolle über ihn in einem Spielzeugladen. Tschüss, Oskar. Oh, hat man nicht gesehen. Nochmal. Jetzt. Ach, sonst geht's, ja. So, ich würde fast behaupten, das war ziemlich erfolgreich. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. War auch gar nicht so teuer. Also ich hätte, glaube ich, als kleines Kind ein bisschen mehr ausgelastet, wenn man mich zu Toys R Us eingeladen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch was ziemlich Cooles gefunden für mich und Caro, beziehungsweise für Caro. Sollte ich hier mitbringen. Das machen wir gleich zu Hause und jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich umentschieden. Ich könnte ja nochmal Autowaschen fahren, weil die ganzen Autobahnfahrten jetzt in Dresden und so ein bisschen dreckig geworden. Allerdings ist natürlich proppevoll, die Waschbox. Schönes Wetter, Ostern, die Leute wollen ihre Autos sauber halten. Kann man in die Waschstraße fahren? Da ist auch eine Riesenschlange. So doch nicht.
So, Caro ist noch nicht zu Hause. Das heißt, ich kann euch das noch nicht zeigen. Also theoretisch schon, aber ich glaube, sie hat eine Menge Spaß dran, wenn sie das auspackt und das als erstes ausprobiert. Und dann machen wir da noch eine nette kleine Sequenz von. In der Zeit, würde ich sagen, kann ich schon mal den heutigen Tag fertig schneiden. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Grow up. I keep working to the point I throw up.